schon bei Piranha Bytes in den heiligen Hallen von Gothic. Wir waren für Sie in Bochum bei Piranha Bytes und haben uns Ihr Rollenspiel Gothic angesehen, in dem Sie gerade arbeiten. Nächstes Mal haben wir hier den Dieb, der schleicht sich gerade an ein potenzielles Opfer an, von dem er einen Schlüssel klauen will. Und der eben gemopste Schlüssel öffnet uns jetzt diese Truhe. Jetzt wechseln wir in einen dunklen Dungeon und zum Zauberer. Der macht es zunächst etwas Licht. Man kann hier sehr schön sehen, wie man die Zaubersprüche durchschaltet. So, und jetzt ist es auch angenehm hell. Der Zauberer kann natürlich nicht nur Licht machen, sondern auch seinen Feinden beispielsweise mit Feuerbällen heimleuchten. Hier erwischen wir gerade einen Zombie. Allerdings ist der Zauberer im Nahkampf so gut wie nicht zu gebrauchen. Deswegen machen wir uns jetzt besser mal aus dem Staub, denn sonst würde uns dieses Skelett hier sicherlich schwer zu schaffen machen. Der dritte Charakter, den wir Ihnen vorstellen wollen, ist der Psioniker. Der hat einige besondere Fähigkeiten. Beispielsweise kann er allein durch Kraft seiner Gedanken einen kleinen Sturm auslösen und damit beispielsweise die beiden Wächter hier in den Abgrund blasen. Ja, hier unten liegt der Feind und was wir hier sehen, ist übrigens das alte Lager oder zumindest ein kleiner Teil davon. Außerdem kann der Psioniker noch per Kontrollspruch Feinde übernehmen und die dann direkt kontrollieren. Den Kollegen hier lassen wir beispielsweise seine komplette Ausrüstung ablegen, die wir uns dann später einsacken. Eine der besten Eigenschaften der Grafik-Engine von Gothic ist, dass man wirklich sehr weit schauen kann. Die Stadt da vorne, was übrigens wieder das alte Lager ist, ist mehrere Echtzeit-Gehminuten von uns entfernt. Ja, und auch wenn der Psioniker recht einfach mit seinen Feinden fertig wird, fliegen kann er dann doch nicht.